Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Es ist Montag, Wochenende, ein paar Sachen passiert. Jetzt für die Woche haben wir auch ein paar Pläne, die besprechen wir jetzt. Ein paar Planänderungen sogar. Ein paar Sachen müssen geändert werden und über ein paar Sachen, die am Wochenende passiert sind, werden wir jetzt reden. Also nicht ein paar Sachen, sondern eine Sache. Und zwar wurde ich jetzt am Wochenende öfters darauf angesprochen, dass ich was zu den Legendären sagen soll. Weil jetzt gerade echt eine Menge Nachrichten drüber kamen. Irgendein spanischer Artikel, dann dieser komische Artikel mit dem Mewtwo, der auf jeden Fall fake ist. Auf jeden Fall die zwei Artikel und alle anderen sind alle unbestätigt, keine sicheren Quellen. Alles, was von Niantic nur kommt, das ist erstmal sicher. Und auch dieser eine Clip, vielleicht blende ich den jetzt hier ein, muss ich mir überlegen, wie ich das mache. Der eine Clip mit dem Pikachu, dem Pokestop und dem Ho-Oh, also das ist auch nicht 100% Niantic. Die haben ja ihren eigenen YouTube-Channel und das war auf irgendeinem random YouTube-Channel. Aber sah auf jeden Fall echt cool aus und demnächst, irgendwann, müssen auf jeden Fall ein paar Legendäre kommen. Ich kann nur sagen, wir warten ab bis 22. Juli oder 25. Auf jeden Fall irgendwas um den zwischen 20. und 25. Juli, aber mal so noch um die zwei Wochen. Dann werden wir auf jeden Fall sehen, ob legendär gekommen oder nicht. Alles andere, was bisher kam, ist unbestätigt und ihr solltet echt nicht drauf hören. Dann der zweite Punkt, und das hat auch was mit den Plänen für die Woche zu tun. Und zwar die Wahl für das nächste Pokémon, das ich gepusht wurde manipuliert. Und zwar diesmal wurde sie eindeutig manipuliert, also beim letzten Mal, bei der Abstimmung für welches Team der zweite Account wählen soll, rot oder blau, da wurde die Wahl auch ein bisschen manipuliert. Aber der oder diejenigen, die das gemacht hatten damals, die haben es halt etwas geschickter gemacht, so dass ich es auf den ersten Blick nicht erkannt habe. Aber da wurde die eindeutig manipuliert, also das war für lange Zeit, dass Macholo bzw. Machomai auf Platz 1 war, und zwar weit, weit vorne. Über 100 Stimmen war Machomai voraus. Und dann, auf einmal aus dem Nichts, war Taubsi auf Platz 1 mit genau einer Stimme mehr. Also noch auffälliger geht's nicht. Also Ergebnis ist relativ egal, also demnächst werde ich Taubos schon pushen. Aber das Segment, die Abstimmung und das alles da, werde ich erstmal auf Eis legen. Zumindest für diese Woche, weil die Woche habe ich vor, die Dreier-Rates endlich zu machen. Ich war letzte Woche nicht vorbereitet, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ein paar verloren, also zwei habe ich verloren und nur einen geschafft. Diese Woche habe ich echt vor, die zu jagen, die zu besiegen, ein gutes und perfektes Team dagegen aufzubauen. Dementsprechend werde ich jetzt echt eine Menge Sachen pushen, ein paar Sachen ausgeben, ein bisschen Sternenstaub ausgeben und da jetzt echt ein paar gute Konter-Pokémon, eine gute Armee aufbauen und dann halt ein paar Solo-Raids versuchen, wobei Flamaga und Blitzer angeblich nicht funktionieren soll alleine, und die werde ich auch als letztes machen, weil, also das haben wir auf jeden Fall diese Woche vor, darauf will ich mich konzentrieren. Da wird eine Menge gepusht, auch vieles von der Liste, also auf jeden Fall auch ein paar Sachen von der Liste, und danach bin ich wahrscheinlich unter 5 Millionen, aber da gibt es dann hoffentlich ein gutes Event, wo ich wieder ein bisschen farmen kann und dann wieder ein bisschen mehr Sternstaub zusammenbekomme, hoffentlich dann wieder über 5 Millionen, hoffentlich habe ich bis dahin nicht zu viel verbraucht. Und danach geht es dann wieder weiter, ganz normal mit der Liste. Wahrscheinlich dann Taubos und dann schauen wir mal weiter. So, jetzt noch ein paar kurze Sachen. Zuerst einmal, mir ist aufgefallen, zumindest bei mir ist es so, dass die Raids deutlich abgenommen haben. Ich bin zum Beispiel gestern nach Hause gekommen, es war 7 Uhr ungefähr, was eigentlich so die Höchstzeit ist, wo eigentlich echt jede Arena ein Raid ist. Und ich blende es hier wahrscheinlich eh ein. Da war keine einzige Arena ein Raid, kein Raid in der Nähe von, keine Ahnung, 8 Arenen oder so. War kein einziger ein Raid. Und auch allgemein, die ganzen Raid-Chats haben abgenommen, sind echt leise. Auch heute nicht wirklich was los gewesen. Also, Raids scheinen weniger geworden zu sein. Falls ihr das auch bemerkt habt, schreibt es unten in die Kommentare, ob bei euch auch jetzt zurzeit weniger Raids sind. Zweites Thema. Moment, hier muss ich erstmal vorbereiten. Mein 100% Psyana, das ich letztens gepusht habe. Es kamen ein paar Kommentare, die meinten, der ist nicht 100%. Weil auf GamePress oder anderen Seiten steht, dass der auf über 3000 kommen kann. Das geht nur, also das geht nicht. Das ist schon mal das Erste, weil so wie die es angezeigt haben, also ist ein bisschen kompliziert zum Erklären, ich weiß nicht genau, was ich da sagen soll. Also die zeigen, man kann ja bis Level 38 nur pushen maximal, aber die zeigen das drüber. Echt kompliziert, also ich zeige euch einfach die Werte und dann seht ihr, dass der 100% ist. Schau, bester Satz. HP 15, Attack, Defense 15, 100%. Und
Der Push-Button ist weg, also ich kann ihn nicht weiter pushen. 2,958, das ist das höchste. Und wie gesagt, was auf den Seiten steht, die zeigen über das Max-Level an. Keine Ahnung wieso, aber die zeigen das immer ein Level höher an. Aber wie ihr sehen könnt, der ist natürlich 100%. Und zum Schluss will ich noch über Eier gehen. Wie uninteressant die momentan sind eigentlich. Keiner kauft mehr Brutmaschinen, weil alle zum Beispiel ihre Münzen, ihr Geld für Raidpässe ausgeben. Und Niantic hat da jetzt wieder was an den Eiern gemacht, geändert. Paar hinzugefügt, paar entfernt. Moment. Also 2 Kilometer Eier, Pichu hat jetzt einen Hut. Ist aber wahrscheinlich nur während des Events so. Und Webergag in 2 Kilometer Eiern. Juckt glaube ich keinen. Was interessant ist bei den 10ern, Tanzer ist weg und Mantax ist auch weg. Die sind runter auf 5er gestuft worden. Dafür ist von den 5ern rauf auf die 10er Pokégon gegangen. Was echt verdient ist. Also der hat echt 10 Kilometer Status verdient. Und echt traurig. Ihr wisst, mein bester Freund, Skogler der Huren, den ich so oft aus 10 Kilometer Eiern bekommen habe, der ist jetzt runter zu 5 gekommen. Und Skogler der Huren. 14. Skogler. Unser guter alter Freund Skogler, ja, den habe ich auch gesehen. Genau. Das heißt Skogler habe ich gesehen. Der Huren. Ansonsten interessante Sachen, die jetzt in 5ern sind, sind die Starter von Gen 2. Da habe ich gerade auch einen Kanimani bekommen. Tediosa ist interessant. Ansonsten ein paar Sachen wurden hinzugefügt. Also ich glaube jetzt sind in den 5ern eigentlich echt zu viele sogar. Aber bin mir auch nicht sicher, aber. Wie gesagt, momentan Eier und Bootmaschinen und so nicht so interessant. Man hat eigentlich jedes Pokémon schon und von den Sachen, die man davor halt richtig dringend gebraucht hat, Galaxy und Lavita, genau wie bei Scannertouren, gibt es halt jetzt die Raids, wo man halt sicher die Bonbons und gute IV bekommt. Und zudem noch TMs und sowas. Also meiner Meinung nach haben die Raids jetzt nicht nur die Scannertouren ein bisschen abgelöst, sondern auch Bootmaschinen. Aber schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wie ist eure Meinung momentan zu Eiern und Bootmaschinen? Kauft ihr noch welche? Weil momentan Brutmaschinen braucht man eigentlich echt nur für Sternstaub. Das ist echt eine gute Möglichkeit, viel Sternstaub in kurzer Zeit zu bekommen, zu sammeln. Aber ansonsten, die Pokémon braucht man da eigentlich echt kaum noch. Echt nur sehr, sehr wenige. Aber das war's. Schreibt eure Meinung zu Eiern, zu Brutmaschinen. Welche Veränderungen fandet ihr gut und interessieren euch Eier momentan überhaupt noch? Oder investiert ihr auch das ganze Geld in Raidpässe? Ansonsten, wie gesagt, diese Woche versuche ich ein paar Dreier Solo Raids zu machen. Werde dafür ein paar Sachen pushen und danach. Und danach, in ein, zwei Wochen, könnt ihr wieder entscheiden, was ich pushen werde. Aber jetzt muss ich erstmal meine Armee pushen. Und schreibt auch unten in den Kommentare, ob ihr bei euch auch weniger Raids bemerkt habt. Oder sind die genauso geblieben oder sogar mehr geworden. Also bei mir ist auf jeden Fall echt weniger geworden. Und ansonsten war es das. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt gerne, wie es ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.